Im Meeting gestern mit Ennio, dem Designer von Kostüm, hatten wir all diese Referenzen im Stil von Warhol, Pop Art bzw. Chic. Seine wichtigste Referenz war Jane Forth. Ich dachte an diese sehr alten französischen Chignon-Formen, aber anstatt einem Chignon haben wir zwei in der Mitte. Es geht fast ein bisschen in Richtung Teddy Boys der 50er. Einige der Mädchen kommen von anderen Shows und haben bereits Produkte im Haar. Wir kreieren diesen sehr sauberen, flachen Chignon mit einem Mittelscheitel. Um das Haar vorzubereiten, geben wir Catwalk Gel Cream nur in die mittleren Längen und Enden und föhnen das Haar weich und glatt. Je weicher das Haar, desto sauberer wird der Chignon. Dann teilen wir das Haar in zwei Partien und arbeiten einen nach innen gedrehten, ziemlich flachen Chignon hinein. Der Unterschied zum gewöhnlichen Chignon ist, dass unter der Haarkrone alles sehr flach sitzt. Jede Partie föhnten wir einzeln mit dem Looklock Hairspray und einer Düse, damit sie eng am Kopf anliegt. Abschließend, um die Form zu halten, nahmen wir zwei Partien, rollten sie in der Mitte ein und steckten das gesamte Haar hinein. Durch Haarnetze sprühten wir Looklock Hairspray auf das Haar und föhnten es dann, damit das Haar in Form bleibt. Dadurch sieht es sehr kompakt und fest aus. Dieser Look soll das Gesicht des Models unterstreichen, deshalb haben wir das Haar ganz weggesteckt.